herzlich willkommen. Mein Name ist Anirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wie man sieht, ich habe mich musikalisch schon hier richtig eingerichtet, ne? Ein bisschen Persona 5 Musik hier reingepackt und ja, darum geht es in diesem Part. Der erste DLC-Kämpfer ist, ich glaube, seit gestern verfügbar. Und ja, es ist Joker aus Persona 5. Los. Der erste Persona-Charakter, also wahrscheinlich auch der einzige, mal gucken, weiß ich nicht. Und ja, was weiß ich über Persona? Jetzt nicht so viel eigentlich. Na, sein Schulklamotten. Na, ich will schon. Ein Phantom-Dieb-Klamotte. Jagd auf die Schatten. Und im Hintergrund hört man übrigens die Kampfmusik. Das ist die normale Kampfmusik. Ich kriege da immer noch nicht auf frei. Und ja, was weiß ich über Persona 5? So ein ganz kleines bisschen. Ich habe mal so ein Let's Play irgendwie so reingeschnuppert von jemanden. Das geht bestimmt dann auch so auf, weiß ich nicht, 10, 20 Stunden, weil ich da geguckt habe. Und ja, entsprechend. Oh, neue Level sehe ich gerade. So, wie funktionierst du? Du hast eine Knarre. Alles klar. Du hast so eine Kusshand werfen? Das sieht aus wie ein Konter. Und ja, aua. Ja, das sieht echt aus wie die Grafik in Persona 5. So rot, schwarz. Ästhetisch sieht das Spiel richtig gut aus. Wir waren runtergefallen. Was weiß ich über Persona 5? Jetzt, ich glaube, das sage ich jetzt zum dritten Mal. Ist ein Rollenspiel von, ich glaube, Atlus. Alter, mein Stand aktiviert. Das ist ehrlich gesagt nicht mal so falsch, weil ja, kennt ihr JoJo's Bizarre Adventure und Stands? Ja, Persona 5 hat auch so was Ähnliches. Duff. Und boah, den sein, wie heißt er? Nur in Persona 5 heißen die, oder Persona allgemein heißen die, halt Personas. Die haben auch so komische Geister, die an ihrer Seite kämpfen. Und ja, ich glaube, Arsene heißt den seiner. Die sind alle irgendwie nach historische Figuren, glaube ich, benannt oder so. Irgendwie so was war, glaube ich, ne? Persona 5 ist ein rundenbasiertes japanisches Rollenspiel. Und so ungefähr 50% des Spiels, oh Gott. Oh, du bist auf meiner Seite. 50% des Spiels spielt man halt irgendwie so eine Art Schulsimulator, sag ich mal. Schullebenssimulator. Man muss zur Schule gehen, man muss lernen. Und ja, man hat irgendwie nur eine begrenzte Anzahl von Tagen. Also muss sozusagen jeden Tag irgendwie so zeitmäßig planen. Man kann zum Beispiel nur ein oder zwei Sachen irgendwie pro Tag machen. Da muss man sich halt entscheiden, ob man nach der Schule irgendwie, weil nicht lernt oder irgendwelche anderen Aktivitäten macht, die irgendwie, weil nicht Fähigkeiten oder so steigern oder für die Zukunft irgendwie wichtig sind, so weil nicht Fitness trainieren oder irgendwie so was, keine Ahnung, Charisma, Intelligenz und all so was. Im gestrigen Part, sag ich mal, überhaupt nicht Tilts eingesetzt von der Piranha Pflanze. Oh, ich habe einen grünen Schild dadurch, cool. Ja, den seine Fähigkeiten sind bestimmt stärker, wenn ich jetzt Arsene draußen habe, ne? Ich glaube, da ist Arsene. Boom, nein. Boom, jawohl. Oh ja, 50% ist Lebenssimulator, 50% muss man in so eine magische Welt eintauchen. Und ja. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit einen Kirby an meiner Seite? Und ja, der Charakter hier, ich weiß nicht, wie der nochmal heißt. Man kann den benennen, aber irgendwie so normal heißt irgendwie Araki oder Akira, irgendwie sowas. Akira irgendwas.
Und ja, den sein Phantom-Diebname ist Joker. In dem Hintergrund sehe ich auch noch einige andere Charaktere. Den sehe ich Panther. Die in den roten Klamotten, glaube ich, ne? Er ist, glaube ich, An oder N. Daneben sehe ich, glaube ich, Fox, ne? Ja, so ein bisschen weiß ich, was über das Spiel, aber auch nur durch ein Let's Play. Und ich bin gar nicht mal so schlecht gerade. So, der generelle Ablauf von Persona 5 nehme ich mal an, also von dem, was ich bisher gesehen habe, ist, die treffen irgendjemand, irgend so einen Typen oder Typin in der realen Welt, die irgendwie böse ist oder voll korrumpiert, irgendwie sowas und irgendwas irgendwie Dreck am Stecken hat, oh Gott, oder irgendwas Böses vorhat, und ja, die Hauptcharaktere finden das raus und dann gehen sie irgendwie, oh Gott, ich hab gedacht, du bist auf meiner Seite. Ja, die Hauptcharaktere finden das, Entschuldigung, irgendwie raus und gehen dann in diese komische Welt, diese komische Magiewelt, und müssen dann irgendwie so einen Schatz stehlen. Eine Schatz ist irgendwie so eine Manifestation von dieser bösen Person ins Herzen. Wenn die irgendwie diesen Schatz stehlen, dann kommt die Person wieder zu Sinn und tut ihre Verbrechen irgendwie zugeben. So, ich glaube, die erste Person, so der erste Bösewicht, sage ich mal, ist irgendwie so ein Sportlehrer. Ich weiß nicht mehr genau, was der getan hat, aber man muss ihn irgendwie aufhalten, bevor der irgendwie so eine Rede vor allen Schülern irgendwie hält. Und ja, dann hat man irgendwie so 10 Tage Zeit, und in der Zeit muss man sich halt, weiß ich nicht, diese komische Welt irgendwie so eintauchen und den sein Herz klauen. Und da ist irgendwie nicht so eine Sache, die man irgendwie, weil nicht, in einem Run irgendwie so erledigen kann und so. Lass mich das diesmal. Da willst du mich verarschen? Ich will den seinen Dings sehen. Gott. Haben wir noch nicht mal getroffen. Ich habe so eine Vermutung, was den seine Ultimate ist. Gibt irgendwie so, weiß nicht. Das ist so eine Spezialattacke in Persona 5. Wo alle Charaktere irgendwie so eine super Attacke hier auf einmal einsetzen. Ich glaube, All Out Attack. Und ich nehme an, das ist das dann, ne? Den seine Ultra Smash. Gott. Vielleicht den seine Dinger öfter mal einsetzen. Oh, ist vergiftet. Da, okay, ich bin mit dem viel besser als mit Piranha Pflanze. Ist halt ein Rollenspiel Charakter, ne? Also ja, Fire Emblem, Final Fantasy, all diesen Charakteren scheint gut zu sein. Ich lasse mir aber irgendwie voll viel Zeit hier. Ja, was wollte ich erklären? Ja, ich habe die Bombe von denen eingesammelt. Zünd die, zünd die. Will ich verarschen? Zünd die, zünd die. Will ich verarschen? Boah, willst du mich verarschen? Mann, du Pisser, mach die doch mal kaputt. Oh, der macht mich fertig, ey. Ja, weiß nicht, irgendwie der erste Boss ist irgendwie ein Sportlehrer, und den muss man irgendwie aufhalten, bevor man vor der irgendwie eine Rede hält. Und ja, wenn man hat, und um das zu machen, muss man irgendwie einen Schatz stehen, und ja, das sind die Phantom-Diebe halt, die Hauptcharaktere, die bilden dann so eine Gruppe irgendwie, und ja, die werden dann irgendwie bekannt in der realen Welt. Und ja, der Joker ist halt, glaube ich, der Anführer der Gruppe. Entweder er oder diese eine Katze, diese sprechende Katze, Morgana. Gott, verdammt. Bist nicht. Da kommt hier noch ein. Jawohl. Warum bin ich gut?
Und ja, wie gesagt, die haben irgendwie so Stands. Also die müssen von Jojo abgeguckt haben. Jojo ist viel älter. Also ja, gibt schon seit den 80ern. Und ja, also Part 3 gibt es jetzt nicht seit den 80ern, aber ich nehme an. Und ja, keine Ahnung. Wir sind dann irgendwie meistens in diese komische Welt und dann spricht irgendwie so eine Type zu denen, irgendwie so eine Person aus der Vergangenheit oder so. Dann taucht irgendwie eine Maske auf deren Gesicht auf. Die reißen die dann volle Möhre ab, sind voll blutverschmiert im Gesicht. Und dann bekommen sie einen Stand. Nur die haben jetzt nicht, oh Gott. Im Gegensatz zu Jojo haben die jetzt irgendwie in Persona 5 jetzt nicht so eine riesige Rolle, glaube ich. Also jedenfalls nicht so weit, wie ich geguckt habe. Also ja. Keine Ahnung. So allgemein, ich finde, das Spiel sieht interessant aus, aber es sieht irgendwie aus wie irgendwas, weiß ich, wo ich ein Risiko eingehen müsste, um es... Oh, das sieht cool aus. Ja, kennt ihr irgendwie so Spiele, die interessant aussehen, aber nicht unbedingt das ist, was man normalerweise spielt? Und weiß nicht, wenn man das spielen will, dann müsste man irgendwie so ein Risiko eingehen, so im Sinne von entweder spiele ich das jetzt, ne, obwohl ich weiß, es ist jetzt nicht so, was ich normalerweise spiele und hoffe, es ist gut, oder ich spiele es und es ist genau das, was ich mir gedacht habe, nicht gut, weil sonst würde ich sowas schon früher gespielt haben. Ja, ich weiß es nicht. Oh, ich dachte, ich krieg den ja kaputt vor. Hier wurde auch mal vor Ewigkeiten irgendwie, ich hoffe, das ist ein Konter. Nee, ist es nicht, glaube ich. Hier wurde auch mal vor Ewigkeiten irgendwie mal empfohlen, ich solle Earthbound spielen, also ich spiele aus den Ness und Lukas kommen, aber die tun mich auch nicht so ansprechen, weil also von dem, was ich weiß über Earthbound, was sehr wenig ist, oh Gott, ist das, es ist in der realen Welt oder in der alternativen realen Welt oder so. Oh Gott. Und ja, da tut mich schon ein bisschen abtören, sag ich mal. Jetzt nicht, dass ich so realistisch bezogene RPGs nicht gern spiele. Ich spiele auch Fallout, also ja. Aber er ist dann voll irgendwie. Er ist ja dann irgendwie voll. Reale Welt, ne? Gibt's keine fancy Elemente, außer ja, hier Supermutanten oder sowas. Wenn man dazu zählen will. Komm schon. Oh, das war gut. Hey Morgana. Okay. Und ja, Persona 5 halt, oder Persona allgemein, ist auch halt, wie gesagt, zur Hälfte der Zeit Schul- und Lebenssimulator. Und weiß nicht, die andere Hälfte ist so ein bisschen, ja, in diese Welten eintauchen, Schätze stehen. Das ist, glaube ich, das Opening-Thema von Persona 5, ne? Wenn man so reinschnuppern will, würde ich mal empfehlen, irgendwie das Intro von Persona 5 anzuschauen. Das ist richtig gut. Die Ästhetik von dem Spiel ist richtig cool. Also diese, ich kann halt überhaupt nicht beschreiben. Das sieht irgendwie aus wie so ein Mix aus, so aus Manga und Graffiti irgendwie. Ich habe keine Ahnung. So werden irgendwie sehr wenig Farben benutzt, nur schwarz, rot und weiß, und das sieht richtig cool aus. Ich glaube, dafür wird das irgendwie auch, hat irgendwie sogar eine Auszeichnung bekommen oder so, weil das so vom Design her richtig gut aussieht. Und ja, aber mich so persönlich spricht das Spiel jetzt nicht so an, also nicht dann, weil es rundenbasiert ist oder so. Ich liebe rundenbasierte Rollenspiele, ich spiele ja gerade auf meinem englischen Kanal Octopath Traveler, und ja, das wird langsam oder sicher eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ja,
von den ganzen Final Fantasy Spielen, die ich damals gespielt habe, will ich gar nicht erst anfangen. Und ja, aber weil es halt so ein bisschen realitätsbezogen ist, spricht es mich jetzt nicht so an. Wenn ich irgendwie so ein Rollenspiel spiele, dann will ich irgendwie so full on Fantasy halt spielen, so Spiele, die irgendwie ihre eigene Mythologie irgendwie so kreieren und eine komplett neue Welt haben, Fantasy-Welt, die jetzt nicht irgendwie auf der realen Welt bezogen wird, kann ich mal aufhören, getroffen zu werden. Und ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich ein bisschen neugierig, aber wie gesagt, ich habe es ja gerade beim Boss irgendwie erklärt, irgendwie man sieht irgendwie was, was man nicht so oft spielen will. Und ja, wenn ich Pech habe, will ich das Spiel dann spielen und weiß nicht, mir würde es nicht gefallen. Und ja, also ich will mich nicht aus meiner Komfortzone sozusagen rausbegeben, sag ich mal. Ich glaube, dann ist das, ich glaube, das ist eine gute Erklärung irgendwie. Aber trotzdem, so ein bisschen neugierig bin ich schon. Vielleicht irgendwann mal, so privat natürlich. Was mich auch irgendwie nicht so anspricht, ist irgendwie, dass man eine limitierte Zeit irgendwie hat, so. Für alles. Also man hat eben jeden Tag irgendwie nur so 2-3 Sachen, die man machen kann. Und ich nehme an, viele Sachen sind auch verpassbar in dem Spiel. Und ja, ich habe lieber so meine, oder seine Hauptcharaktere, sie auch, glaube ich, weiß ich nicht, soweit habe ich das, ich habe irgendwie nur gesehen, wie 5 Charaktere irgendwie so sich angeschlossen haben, oder 4. So, dann haben wir alle klassischen Charaktere abgeschlossen, also alle Charaktere im klassischen Modus, meine ich. Ja, ich habe noch was Schönes gesehen hier. Und zwar, guck mal, spiele dir auf einer DLC-Kämpfer-Geistertafel spezielle DLC-Geister. Da habe ich mal ganz kurz reingeschnuppert und ja, wir haben hier, weiß ich nicht, wie viele sind das? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Charaktere. Würde ich mal sagen, machen wir eben alle. Dann fangen wir mal mit ihm an, weil wir das schon haben. Und wir spielen als Joker, würde ich sagen, ne? Ich mache mir ein Mi, der so aus wie Joker, kann ich auch machen, aber nee. Also sieht da in der echten Welt aus, sieht eigentlich schon cool aus, so in seiner normale Klamotte. Hör mal so. So, weiß ich nicht. Ich muss, weiß nicht, kenne die paar Mal nicht mehr auswendig. So, wir machen jetzt ihn einfach mal, damit wir dieses Match noch mal abgeschlossen haben. Zieht ja auch noch mal extra, glaube ich. Less surprise. Das ist das normale Kampfthema. Das ist irgendwie, weil nicht. Dieses Lied hört man, wenn man auch ein Pirat. Okay, ich verstehe. Weil der hat irgendwie so ein Persona, irgendwie das ist irgendwie so Hälfte Schiff, Hälfte irgendwie Pirat und so, ja. Deswegen, ja. Captain Kid hieß, glaube ich, die in seinem Persona, ne? Und ja, das ist eine Anspielung daran, deswegen. So, geschafft. Ah, okay, cool. So, nehmen wir Makoto Nijima. Ich glaube, auch eine Hauptcharaktere. Ja, genau, ich glaube, wieder vierte oder fünfte Charakter. Ich sollte vielleicht mal sagen, dass ich hier Spoiler voll mache, ne? Also jetzt sehe ich schon so ein paar Sachen über das Spiel, aber ja, ja, damit muss man irgendwie rechnen, ne? Und ja, Motorrad. Ja, stimmt, ihr Persona ist irgendwie einfach nur ein Motorrad, glaube ich, ne? Ja, Phantomdieb. Der Phantomdieb alias ist, glaube ich, Queen. Also einfach nur so, weiß ich nicht, so ein Rocker-Outfit, glaube ich. Und ja, werde viele Anspielungen sehen, ne?
Ja, sie haben auch schon, aber das ist noch nicht geschafft. Sie sagt mir zum Beispiel jetzt gar nichts. Also soweit habe ich jetzt nicht geguckt. Aber ich nehme an, sie ist auch einer der Hauptcharaktere. Ich glaube, es gibt so 8 Hauptcharaktere, irgendwie sowas. Da habe ich irgendwie noch nie irgendwie so gehört, irgendwie so. So normales Kampfthema mit so Lyrics und all sowas, ne? Das ist irgendwie voll krass. Wow. Oh, du bist noch nicht. Jetzt bist du. Okay, Daisy, ich nehme an, sie hat irgendein prinzessenähnliches Persona. Yusuke Hitka, Yusuke, genau. Den kann ich auch noch, der ist irgendwie, weiß nicht, der bekommt so eine Fuchsmaske. Den sein Dings ist irgendwie. Den sein Alias ist, glaube ich, Fox. Weil die sind alle Diebe und die haben alle Spitznamen. Also ihr Joker zum Beispiel, der ist irgendwie Araki oder Akira, glaube ich. Und ja, jeder Hauptcharakter hat irgendwie so einen Spitzname, so ein Diebesname. Und ja, Joker, den Typen, den wir gerade erlegt haben, ganz am Anfang, der irgendwie Captain Kid als Person hat, der heißt zum Beispiel Skull. Da kommt er auch, ja, so Schädelmaske, er heißt Fox. Und ja, ich weiß nicht, wie den sein Persona mal hieß. So. Ja. War ja klar, Inkling. Sie sagt mir jetzt, ich weiß, sie ist einer der Hauptcharaktere, aber so weit habe ich auch noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob sie auch irgendwie im Intro sieht man sie, also man kann ja nicht so von Spoiler reden, weil die Hauptcharaktere sieht man immer in den Intros. Das ist genau wie bei den Tales of Spielen irgendwie. Wenn du ja Intro ansiehst von Tales of Spiel, dann siehst du schon, wer alles irgendwie zu den Hauptcharakteren gehört, weil alle Hauptcharaktere kommen in diesen Intros immer vor, und das ist bei Persona 5 auch so. So, an mit Geister ist ja viel einfacher wieder. Ja, sie ist auch eine Hauptcharakter. Ja, sie bekommt so ein Leder, ja genau. Sie ist Susamus. Sie bekommt so ein Lederanzug, so ein Domina-Anzug, würde ich schon so sagen. Wow, das war schon. Und ja. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie heißt die Nummer? Panther, ja? Ja, ich glaube Panther, ne? So, ich weiß nicht, ob er auch einer der Hauptcharaktere ist. Spiegelsteuerung. Wird schon immer da oben angezeigt? Okay. Ich habe ja hier immer was schon fertig. Also ja. So, ich weiß nicht, ob er auch einer der Hauptcharaktere ist. Ich habe so weit geguckt, bis dieser Typ irgendwie vorgestellt wurde, aber ob der eine Hauptcharakter ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe noch gar nicht in sein Dings eingesetzt, merke ich gerade. Okay, du kannst irgendwie so das ist so ein oh Gott, so ein Hakenrettung irgendwie, das ist irgendwie nicht gut. So wie Link halt, ne? Okay, ich krieg hier schon auf die Fresse. Ich glaube, wenn ich die vermassel, dann gehen die Kämpfe gar nicht weg, ne? Also von der Tafel. Okay. Ich glaube, wir kriegen echt alle irgendwie beisammen. Alle Dinger hier. Ja, fehlen nur noch 4. So, Morgana. Morgana ist mehr oder weniger das Maskottchen von dem Spiel, weil jedes japanische Rollenspiel muss irgendwie immer ein Maskottchen haben. Also, oh, Sturm. Oh. Anti-Sturm, Anti-Strom. Da. Ja, Morgana ist, glaube ich, auch einer. Morgana ist einer der Hauptcharaktere.
spielbar Charakter. Und ja. Wow. Komm mal her. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Balken unter Jokers Dingens hier darstellen soll, weil ich glaube, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwie so eine Leiste oder so gab in dem Spiel oder so, die aufgefüllt werden musste. Aber kann auch falsch liegen. Dann haben wir Panther und Fox im Hintergrund. Ich muss ja wahrscheinlich nur Pikachu erleben, ne? Also. Warum springe ich eigentlich so hoch? Ist das normal? Ach, bestimmt wegen Arsen, ne? Aber ich hoffe, der heißt so, weil sonst. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, und da ich sehe schon die Ultra Smash, wie die aussieht. Will ich mal gern sehen. Rebellion Slice. Ja, da ist ihre Ruf der Joker Arsen dabei. Ja. Ist echt. Oh, was? Dann ducke ich mich eben. Ich könnte schwören, wir kriegen ja alles. Aber wie heißt Morgana nochmal? Wie heißt nochmal? Morgana ist irgendwie in der realen Welt nur so eine schwarze Katze und weiß nicht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, ist ein R, ne? Im Phantomdieb-Dingen, ja. So, hier haben wir Caroline und Justine. Die sind, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das erklären soll. Der Hauptcharakter landet manchmal irgendwie so in so eine, in so ein Gefängnis. Der träumt irgendwie so, hat irgendwie so komische Träume und dann landet er irgendwie so ein Gefängnis, weil irgendwie man irgendwie so, ach ja, man muss Monster fangen in Persona, genau. Die muss man trainieren nebenbei. Davon wird man immer in so einen Raum geschickt, wo man die hochleveln kann und so, und ja, die sind irgendwie so Wächterin von diesem Raum, irgendwie so was. Von was werde ich denn hier geheilt? Ach, ich krieg Sun Schaden, geil. Ist ja überhaupt nicht nervig. Diese, also das Gefühl, Joker wird irgendwie so competitive, voll der Broken Charakter, so wie damals Bayonetta irgendwie, weil nicht. Ich weiß nur, als Bayonetta irgendwie halt erstmal vorgestellt wurde in Smash 4, dass alle irgendwie Turniere mit der gewonnen haben oder so. Also das Gefühl, die ganzen DLC-Charakter in dem Spiel werden genauso sein. So, Igor. Ja, das ist irgendwie, weil nicht der Anführer von diesen beiden Mädchen, die wir gerade gesehen haben. Ich glaube auch in diesen Raum. Ich glaube, da ist irgendwie der bekannte Persona-Charakter. Auch ist neutral, okay. Dann nehme ich. Ach, ich habe Autoheilung, deswegen. Nehmen wir den hier. Ja, ich glaube, Igor ist irgendwie so der, was die Mogris für Final Fantasy sind halt. Der ist irgendwie. Oh Gott, ich habe 300%. Okay. Oh, Dauer. Was? Okay. Oh cool, ich werde dauerhaft geheilt. Das ist ein bisschen broken. Ja, Igor ist irgendwie so was die Mogris für Final Fantasy sind. Das ist irgendwie der bekannteste Charakter, nehme ich mal an. Der kommt, glaube ich, in jedem Spiel vor. Sieht mal irgendwie in diesem komischen Raum. Und ja. Ich habe mir mal irgendwie so angeguckt, wie Leute irgendwie so auf den Trailer von Persona 5 damals. Oh, der Mond. Mysteries, so gleich so wie der Mond. Ich habe mal irgendwie so angesehen, wie Leute sich irgendwie, wie irgendwie Leute darauf reagiert haben, als sie zum ersten Mal irgendwie im Persona 5 Trailer gesehen haben. Und ja, als irgendwie Igor das erste Mal in diesem Trailer aufgetaucht ist, sind irgendwie alle am Durchdrehen gewesen. Also nehme ich mal an, der ist recht bekannt. Oder? Oder Leute identifizieren sehr schnell Persona mit Igor. Also ja. Boah, nur ein Geist. Ich tue ja einfach so durchrennen, als wäre das gar nichts, ne? Na, okay.
So, spätestens hier wäre schon ein riesiger Spoiler, weil das sind alles die Hauptcharaktere, ne? Ja, so von rechts nach links, oben rechts, die mit den orangen Haaren, keine Ahnung, oben links Fox, ganz links, keine Ahnung, ganz unten Joker, die Katze, Morgana, neben Joker links, Skull, die in den roten Klamotten, Panther und die über ihr, Queen. Und ja, Ultra, Sudden Ultra Smash für mich. Okay. Kann ich irgendwie... Ja, ich glaube, das wird nichts bringen, ne? Ja, da wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, ne? Pass auf. Phantom Thief so hart. Ich würde ehrlich gesagt mich gerne von denen seine Ultra Smash treffen lassen. Ich würde mal gerne sehen, wie er aussieht. Oh, ich kämpfe gar nicht gegen den direkt. Und diese Knarren sind irgendwie wie von Fox irgendwie. Also nicht Fox aus Persona, Fox aus Smash. Sind irgendwie, weiß nicht. War nur Schaden, aber tun irgendwie die Gegner nicht stunnen und so. Oh, oh Gott. Oh, gib mir. Boah, ich treffe den Viech nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich lebe immer noch. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wenn man in der Luft ausweicht. Und dann wollen die irgendwie nicht so die Kante irgendwie schnappen. So, ich glaube, ich will Heilungsschild, aber kriege ich ja nicht. Verdammt. Mir fällt gerade auf, das wird überhaupt nichts bringen, weil ich tauchte ja nur einen Charakter auf am Anfang, ne? So, warum ist er als erstes Joker, wenn ich gegen Pikachu als erstes kämpfe? Oh, die werden auf alle Charaktere aufgeteilt, merke ich gerade. 8% hat jetzt Pikachu. Boah, du willst mich jetzt verarschen, ey. So, ich will, dass ihr nicht alle... Okay. Aber der hat einen Baseballschläger, so wie Skull, okay. Ja, der hat, glaube ich, mit Knüppeln gekämpft, ne? Boah, diese verkackte Pikachu, ey. Ich krieg die nicht... getroffen. Ich habe die gesagt. Ich dachte, es wäre ein Fehler, aber stimmt ja. Pikachu Libre ist, glaube ich, weiblich. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, da werde ich ihn nicht schaffen. Obwohl ich heile mich dauerhaft. Ich würde gerne mal meine Ultra Smash sehen, wenn er nicht zu viel verlangt ist. Konter, da ist ein Konter. Wieso treffe ich die alle nicht? So, All Out Attack, oder? Oh nee. Ja, wenn wir die am Ende des Parts nicht sehen, dann gehe ich noch mal kurz, weil ich im Trainingsmodus und so und zeig die mal. Weil ich will auch mal sehen, wie das aussieht. Warte mal, ist das der letzte Charakter? Oh, gibt's nicht, dass mich. Stehe nicht, was der irgendwie hier auf die schießt hier. Aha, Aigon. Okay, keine Ahnung. Irgendein Zauber nehme ich mal an. Zauber ist irgendwie so komisch. Na, komm mal her. Okay. Und da ist er. Oh, ist von dem. Plötzlich die Ultra Smash Ready. Weil davon habe ich irgendwie noch nichts gesehen. Also hat irgendwie ein Ding ja von diesem Match, oder? Nein, gib mir das. Brauche nur noch der Teil. Gott, der macht mich jetzt hier fertig. Pass auf. Ich will das schon irgendwie sehen, aber ich will auch nicht drauf gehen. Geh weg.
Gib mir. Nein. Fehlt immer noch eins? Nein. Ja, genauso sieht das aus. Fast genauso sieht das aus, genau. Nur hat man irgendwie noch so in die Musik hört. Ja, Kampfthema von Persona 5 ist ja schon so ein kleines Meme irgendwie, so eine Meme irgendwie. You never see it coming. So, und da war's. Wow. Cool. Ja, damit haben wir schon alles hier erledigt. Cool. Komplett. Warte mal, da ist noch was. Ah, okay. Ich dachte schon da oben. LR. Aber okay, cool. Und das sogar noch in nicht mal annähernd so lang, in so einer langen Zeit. Finde ich gut. Und ja, wie sieht es geistermäßig aus? Ich glaube, mir fehlen immer noch so ein, zwei oder so. Da mir fehlen 6. Okay. So. Ich habe einen Kämpfergeist bekommen. Ja, ne? Ja. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch? Hier fehlt noch was. Primär. Was? Oh, ich glaube, ich habe so eine Vermutung, was das sein könnte. Das ist bestimmt denen seine seinen normalen Klamotten, ne? Mein hier, ach so, weil ich das Spiel ab, genau, habe ich da bekommen. Ja, ich habe Pokémon Let's Go Pikachu. Warum spielt hat dann nicht hier? Ja, Schüler, ja, so Joker als Schüler. Ini habe ich noch nicht. Was kaufen? Okay, cool. So, jetzt müssen mir nur noch 4 fehlen, ne? Cool. Wo kriege ich diesen Würfel her? Keine Ahnung. Cool, okay, das war's dann wieder. Ja. Weiß nicht. Ich fand gut hier. Dafür, dass ich jetzt so lange nicht mehr Smash Bros. Gespielt habe, fand ich, war noch recht erfolgreich. Und ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich entweder wenn die nächsten DLC-Charaktere rauskommen oder wenn ich mich doch mal irgendwann entscheide, ein bisschen online hier mal zu zeigen. Und ja, aber bis dahin sage ich dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo, das wäre richtig dolle von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Zikowski.